Oh ja. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Potterlander. Ich bin der Schrömi und wir sind heute unterwegs mit Mr. Wandern persönlich. Potterlander unterwegs mit Wanderwegewelt um den Kaiserberg. Es wird lang, es wird interessant, es wird urban. Seid gespannt und kommt mit. Ja, wir sind schon die ersten paar Meter gelaufen, natürlich nicht ohne Bergwertung. Wie soll es auch anders sein? Das ist der Kaiserberg, ne? Da geht es auch mal schön bergauf. Ja, heute mal kein Zoobesuch. Dafür sind wir hier tatsächlich sehr urban unterwegs und haben tatsächlich schon wieder tatsächlich Teiche gesehen. Wir haben Felsen, Denkmal gesehen, einen Soldatenfriedhof. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Hätte man es für möglich gehalten. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich schneide da draus, das ist total doof. Ja, wir haben uns gerade schon unterhalten, der Kaiserberg in Duisburg als Ausflugsziel. Und Parkanlage haben wir tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und freuen uns natürlich umso mehr, hier auch für uns Neues zu entdecken. Und das ist echt ganz entspannt. Denn der Jürgen, der sagt, der hat nur gesundes Halbwissen. Glaube ich nicht. Der kann so viele Geschichten erzählen und hat dann einiges an Hintergrundinformationen parat. Also ich glaube, einen besseren Wanderguide hätte ich hier heute überhaupt nicht haben können. Also ich habe richtig Bock. Da folgen noch einige Kilometer und es wird warm und es wird weit und es wird schön. Dranbleiben. Der Kaiserberg ist wirklich voller Geheimnisse. Versunkenes Kloster heißt der Ort. So, jetzt würde ich echt noch gerne wissen, was er damit auf sich hat. Ist da irgendwie eine Tafel? Lass mal gucken. Ja, und weiter geht's runter vom Kaiserberg. Entlang der Bahnstrecke und der Autobahn A40. So, und wir haben hier schon eine kleine Verpflegungsstelle. Einkaufswagen mit einem Hopfen-Kaltgetränk, der zum Wohle. Ja, Kinder, es ist schwarz auf weiß. Wir befinden uns hier im war das laut, ey. Landschaftspark Kreuz Kaiserberg und zweifelsohne, ja, die Schönheit. Hammer. Ja, nicht über 7 Brücken musst du gehen, sondern mindestens unter wie viel, Jürgen, haben wir? 11, 8, 9? Das ist der 11. Also mindestens unter 11 Brücken musst du gehen, das kannst du prima machen, im Brückenpark Duisburg. Und wir sind ja direkt auf der anderen Seite, da hinten, also neben dem Kaiserberg, A40, bla bla bla. Hier hinten hast du Kanal, da vorne, da geht es zu den Ruhrwiesen, da werden wir gleich auch noch rumkommen. Kilometer 5 haben wir erreicht, folgen noch ein paar. Hui! Herrlich! So, Brücke Nummer 12, 13, 14, 15. Was ist das hier? Schleuse Duisburg? Ja, Schleuse Ruhr nehme ich an. Also von der linken Seite bin ich auf jeden Fall Kochleder gar. Schön, dass wir jetzt einmal die Wasserseite wechseln, die Uferseite. Wie zu Hause, ne? Stauwehr in Essen. Genau. Weidenalsee. Nur liegt hier kein Schiff vor. Ja, stimmt. Wo ist es hin alles? Ach, wunderschön.
Ja, linker am Kasslerfeld. Ich will da gar nicht runter. Ich guck mir einfach auf die Video an. Ja, Freunde, wir haben gerade mal Mittag gemacht. Wir haben jetzt, na gut, es hat gepasst, 13 Uhr durch, Halbzeit der Strecke. Und wir befinden uns gerade an der Schleuse Duisburg-Meiderich. Und in der Tat wird hier gerade ein großer Pott geschleust. Sehr, sehr spannend. Ja, das Schleusentor geht auch just zu. Denn da geht's. Eine Etage nach oben. Faszinierend. Na nun, jetzt verschwindet das Tor auch noch wieder im Boden. Und stopp. Und jetzt? Ist mir unbegreiflich, wie der Pott da gleich angehoben wird. Und jetzt senkt sich auch noch von oben irgendwas herab. Ja, ihr Lieben, so schnell, ne? Wie sich hier das Schleusenbecken gefüllt hat, so schnell wird die Badewanne zu Hause aber nicht voll. Da ging jetzt Rubelikat und der Pott wurde angehoben. Ich weiß nicht, wie viele Meter waren das? Zwei, drei? Mehr, ne? Ach, jo, Hammer. Also geräuschlos fast, geräuscharm, schnell und auf Niveau von dem anderen Hafenbecken da. Irre. Jetzt haben wir uns gerade gefragt, wie hoch das Ganze war, ne? So, hier das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle Standort Duisburg sagt, dass es einen mittleren Höhenunterschied von 5 Metern ergibt bei einem Wasserverbrauch von 11.400 Kubikmeter. Ja, eine vierköpfige Familie wird damit rund 55 Jahre auskommen. Hammer, ey, 55 Jahre. Wahnsinn, ey. Jetzt haben wir ja vieles über die Schleuse gelernt. Bleibt noch zu erwähnen, dass 20.000 Schiffe pro Jahr hier geschleust werden. Das entspricht, was hast du gerade gesagt, Jürgen? Ich habe jetzt mal so grob 30 Mal am Tag gesagt. 30 Schleusenvorgänge am Tag. Wahnsinn. Ja, das ist aber echt nur eine Vermutung, ne? Oh, Achtung, Kopf einziehen. Also wenn er jetzt noch einen Aufbau hat. Ja, gleich nicht mehr. Hat er das umgeklappt? Ja, muss ja doch wohl. Ja, hat er runtergefahren. Ja. Er guckt gerade oben raus. Ja. Guck mal, da geht das. Da, guck mal. Könnt ihr das sehen? Ja, fährt wieder hoch. Da fährt wieder das, der Führerstand wieder hoch. Oder Fahrerkabine, wie heißt denn das? Ist ja egal. Kajüte. Kajüte. Keine Ahnung. Geil.
Und da sind wir schon auf der anderen Seite des Kaiserbergs, auf den Spuren des schrägen Ohrs. Denn wir sind tatsächlich auf der ersten Etappe des Oberhausen-Rundwegs. Ja, hier war ich schon mal. Herrlich. Und so geht es jetzt erstmal Richtung Ruhrpark. Wunderschön. Und er zieht sich langsam zu. Ein Reiher fliegt da auch. Herrlich. Das ist Ruhrpott-Romantik. Wunderschön. Schade. Man kann so ein bisschen, hat man so die Essener Skyline schräg hinten gesehen. Ja, und die Stimmung ist noch heiter bis wolkig, obwohl es hier langsam sich zuzieht. Wir sind auf den letzten paar Kilometern und jetzt im Raffelbergpark im wunderschönen Mülheim. Der Perle an der Ruhr angekommen und genießen jetzt auch noch mal einen kühlen Luftzug. Ah, und ein paar Wasserelemente. Ja? Tut doch sehr gut hier. Wunderschön. Ja, 18, ja, 18,5. Da sind wir auch schon gleich am Ende. Und haben somit knappe 20 Kilometer voll. So, mein zufriedenes, wohliges Gefühl macht sich breit. Ja, und ich habe jetzt das dringende Bedürfnis, ganz viel zu trinken. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann seid doch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und schaut auch mal beim Jürgen von Wanderwegewelt, Mr. Wandern, vorbei. Und bleibt vor allem gesund, vergesst da rausgehen nicht. Euer Strömi von Potternander. Bye bye.